Morgen, Castle 44. Was wollen Sie denn an meiner Tür? Ist hier jemand zu Hause? Warte, ich lass mich mal klingeln. Lass mich mal versuchen. Hallo? Jemand da? Hallo? Oh, hallo Izzy, hi. Hi Flo, was geht? Was machst du bei Izzy, mir zu Hause, sag mal? Ganz wichtig, Izzy. Ich brauche deine Hilfe. Meine Hilfe? Ich wurde geprankt. Bei mir wurden überall Kürbisse aufgestellt. Was? Ja. Wer war das? Wer hat das zu verantworten? Der da drüben. Wer? Tops? Nein. Hä? Wer denn? Es war Ryan. Ryan? Ja, und wir müssen uns rächen bei ihm. Was hab ich damit zu tun? Sag mir, wollte ich als nächstes pranken. Oh mein Gott, das wagt er nicht. Das wagt er nicht! Okay, ich helf dir. Was machen wir jetzt? Also, wir pranken Ryan? Und dann? Ja, wir müssen dafür sorgen, dass er uns nie wieder prankt. Okay, und wie machen wir das? Naja, also, wir pranken Ryan einfach so lange, bis er weint. Bis er weint? Oh nein! Ja, mal schon, ich glaube, Ryan weint eh nie, aber vielleicht schaffen wir es. Okay. Ryan hält viel aus. Wir müssen uns was Cooles überlegen. Okay. Dann lass uns das. Ich habe schon eine coole Idee. Entschuldige mich. Ich muss direkt los. Vielleicht krieg ich's hin, okay? Vielleicht fällt ihr auch was. Bis dann, danke. Okay. Ich habe eine Idee, was Ryan wirklich ärgern könnte, Freunde. Also versuchen wir das direkt mal. Ich klingel mal. Mal schauen, ob er da ist. Entschuldigung. Was soll das denn? Ich wollte an deiner Tür klopfen. Hallo Ryan. Freut mich, dass du da bist. Ja, danke. Ja, danke schön. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Setz dich, ich mach dir einen Tee. Einen Tee? Oh ja, das ist so. Oh ja, dann können wir uns unterhalten. Wir haben uns lange nicht gesehen. Klar, gerne. Wie wär's, wenn du mir den anderen Tee machst? Den mag ich nicht. Oh, tut mir leid. Ich nehme den Rooibos-Tee da, okay? Ich muss nur kurz deine Toilette benutzen. Ich hol den eben. Okay, ja? Bis gleich. Okay, Leute, denn schneide ich mich kurz hier rauf. Hier ist Ryans Bett. Ich weiß, dass sein Bett ihm heilig ist und deswegen klaue ich ihm das jetzt einfach. Warte mal, wo geht's hier raus? Ist hier irgendwo? Hier. Oh, anderer Tee ist fertig. Izzy? Ist da? Ja, gar nicht hier. Izzy? Hallo? Nein, wer hat denn meine Betten geklaut? Ach Mann, ey. Was mache ich jetzt? Nein, das ist richtig ärgerlich. Ryan? Nein, er weint nicht. Was? Hä? Ryan, bist du zu Hause? Flo ist da unten. Hallo? Ryan! Flo! Mein bester Freund hier auf dem Server. Was gibt's? Ich habe ein Geschenk für dich. Okay, was denn? Geschenk? Wir sind ja Minecraft-Freunde, Ryan. Ja, richtige Freunde. Deswegen habe ich dir extra ein cooles Geschenk gemacht. Hey, das ist da drin, oder was? Ja, ich weiß, du magst es, was da drin ist. Cool, darf ich es aufmachen? Ausnahmsweise. Ja, okay, was... Was haben wir da denn? Hä? Warte, was ist das für ein Geräusch? Nein, ich glaube, ich weiß, was das ist. Oh mein Gott! Nein, Flo, was soll das? What? Bist du? Ich glaube, da muss ein Fehler passiert sein. Jetzt muss ich das alles wieder zubauen hier. Oh nein. Ach. Aber geweint hat er trotzdem nicht. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Ich habe eine coole Idee. Okay, Flo hat eine Idee. Hey Leute, mir würde auch eine Sache einfallen, aber die ist so gemein. Das wird Ryan so ärgern. Warte, darf ich nicht sehen. Er ist ja nämlich, Leute, hier, das viele nicht wissen, er arbeitet ja nebenbei als Dr. Cole. Und wenn wir ihm jetzt hier einfach einen Brief schreiben... Boah, das ist voll gemein, aber ich mach das. So, Freunde, ich habe den Brief jetzt hier fertig geschrieben. Und zwar... Ich lese es mal leise vor, ohne dass Ryan das hier mitbekommt. Okay, passt auf. Sehr geehrter Dr. Cole, wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass wir Ihnen die Zulassung als Arzt entziehen. Ihre Bikini-Fotos von Mallorca verstoßen gegen den Berufsethos. Mit freundlichen Grüßen, der Ärzteverband. Oh mein Gott. Safe hat er nicht mal irgendwelche Fotos. Egal. Ich glaube nicht, dass Ryan jemals ein Bikini getragen hat, aber... Die Post ist da! Hä? Schnell weg. Oh, habe ich einen Brief bekommen? Der Postbotin. Ich schau mal nach. Ja, komm schon, mach ihn auf. So. Lies es vor. Sehr geehrter Dr. Cole, wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass wir Ihnen die Zulassung als Arzt entziehen. Hä? Ihre Bikini-Fotos von Mallorca verstoßen gegen den Berufsethos? Nein,
Da wird der Dr. Cole bestimmt richtig traurig sein. Was hat er denn gemacht? Bringe ich ihm nachher vorbei. Was zum... Der Arme. Aber Ryan ist doch Dr. Cole. Der... Flo, was machst du da? Psst. Was zum... Ruhig. Ryan kriegt einen neuen Mitbewohner oder mehrere. Hast du... Ist das eklig? Ist das eklig? Der hat einfach eine Kakerlake. Oh mein Gott. Flo, was hast du vor? Kann ich mich da auch noch mit reinschleichen? Warte mal. Ist Ryan gerade hier irgendwo? Flo! Flo, wo bist du? Hört ihr das? Das kommt von unten. Das kommt aus dem Keller. Flo? Ah! Was zum... Ah, habla española. Ah, was hast du hier Musica, gemacht? Musica, Musica. Oh mein Gott. Was ist denn so laut hier? Oh mein Gott. Oh nein, 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 Flo. Aber das kommt von hier unten. Versteck dich. Ich bin versteckt. Was hab ich gesehen? Hä? Oh mein Gott. Wo kommt ihr denn her? Wollt ihr vielleicht da einziehen? Das ist ja richtig cool. Yeah. Das darf doch nicht wahr sein. Oh yeah. Das Opfermann, Flo. Das hat... Wo ist Flo hin? Ist er im Abgrund gestorben? Oh nein. Mission abbrechen. Ich muss hier raus. So, Freunde, ich habe noch eine Idee, die ich noch nicht umgesetzt habe in der Vergangenheit und von der ich glaube, dass sie funktionieren könnte. Und ich habe da mal ein bisschen was vorbereitet da hinten. Seht ihr den Zaun? Da müssen wir Ryan hinlocken. Und ich habe mir überlegt, wie ich ihn hinlocken kann. Und zwar, ich habe mir überlegt, ich verkleide mich jetzt einfach als Sandy und tue so, als wenn ich ein bisschen heiser wäre und nicht so richtig sprechen könnte und schreibe Ryan im Chat, dass er mir folgen soll und dass er all seine Diamanten mitbringen soll. Let's go. Hier in meinem Kleiderschrank habe ich das Sandy-Kostüm und das werden wir jetzt hier mal ganz fix anlegen. Zack. So sieht das Ganze nämlich aus, Leute. Und wir sind jetzt einfach Sandy. Yeah, let's go. Und als Sandy werde ich natürlich Ryan pranken. Warum verkleide ich mich? Weil Ryan mir nicht vertraut. Und Sandy würde er vertrauen. Weil Sandy hat ihm noch nie was Böses angetan. In ihrem ganzen Leben hat ihn noch nie ein Härchen gekrümmt von irgendjemandem. Ich meine, Ryans Haare kann sie auch gar nicht krümmen. Der hat ja keine. Aber ja. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich muss nur versuchen, heiser zu klingen. Ryan? Hä? Ryan! Was jetzt? Sandy! Hi, na? Hi! Hi, was ist los? Klingt gar nicht gut. Heiser. Heiser, oh nein. Hilf mir. Was brauchst du? Die Diamanten. Diamanten? Aha. Muss ich mitnehmen? Diamanten. Okay, warum? Ja, kein Problem. Warte, ich hol die. Eilig. So, zack. Okay. Ryan. Wo musst du hin? Ryan. Ah, da. Ryan, komm. Denn? Yeah. Ja, ich bin auch hinter dir. Was denn? Blumen. Blumen möchtest du haben? In 2 Tagen. Aber, was? Nein. Ja, erst in 2 Tagen. Ja. Aber soll ich die jetzt schon pflücken? Mhm. Okay. Blumen mit Diamanten. Gut, weil du es bist. Mit. Okay, weil du es bist, mach ich's. Okay. Wieso? Okay, möchtest du alle haben? Aha. Guck mal, die. Ja, was? Nein. Was? Leute! Ich glaube, der ist sauer. Aber weint er auch? Ich bin 20.000 Blöcke entfernt gespawnt. Mein Bett ist weg. Stimmt, ich habe sein Bett abgebaut. Leute, ich habe hier sein Bett abgebaut. Warte mal. Ryan, weinst du? Weinst du, Ryan? Komm schon, bitte sag mir, dass du weinst, Ryan. Bitte sag mir, dass du weinst. Ich heule! Ja, wir haben es geschafft! Aber jetzt fühle ich mich irgendwie schlecht. Warte, wir müssen Ryan helfen. Der ist 20.000 Blöcke entfernt gespawnt und seine Dias. Oh nein, ich weiß nicht, ob er die noch hat. Ich packe erstmal sein Bett hier wieder hin und dann hole ich schnell meine Lytra. Schnell hier rauf, so. Jetzt habe ich meine Raketen, meine Lytra ist an. Ja, easy. Und bist du das? Was machst du da? Ja, ich bin, ich muss Ryan helfen. Der ist gestorben. Was? Aber wir haben ihn zum Weinen gebracht, aber irgendwie fühle ich mich jetzt schlechter als vorher. Er tut mir voll leid. Wie, du hast ihn schon zum Weinen gebracht? Oh,
ich muss dir jedenfalls helfen. Bis los. Bis nachher, Flo. Okay. Hier muss es irgendwo sein. Das sind auf jeden Fall die Koordinaten, die Ryan mir gegeben hat. Ey, das ist aber... Warte mal. Das kommt von da drüben. Oh, Mann. Da ist er doch. Ryan! Mann, ey. Easy. Wie lange bist du jetzt hier? Ein Jahr oder so? Ich hab mir ein Haus gebaut schon. Ich zieh jetzt hier hin. Du hast sogar schon Mitbewohner. Die sind aber irgendwie grimmig aus. Okay. Ich bin hier, um dich abzuholen. Es tut mir leid. Alles schiefgang. Mein Tag war so schön und... Es tut mir wirklich leid. Nicht weinen! Ich bin doch jetzt da. Ja, danke, dass du mich abholst. Dann muss ich auch weinen. Nein, nicht weinen. Alles gut. Okay. Alles gut, wir können zurück jetzt. Wir müssen hier Lytrans irgendwie teilen. Genau. Das hast du nur eine mit? Ja, du kannst mich aber tragen. Also musst du so okay, sneaken tschüss. Und mich anschicken. Warte mal. Ryan? Komm zurück! Nein! Ich bin 20.000 Blöcke vom Spawn entfernt! Jetzt hat er mich hier einfach zurückgelassen. Oh, aber wenigstens hat er mir ein Haus gebaut. Das sieht eigentlich ganz schick aus. Alles klar, Leute, du warst hier an der Stelle mit unserem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut bei Flo und bei Ryan vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und hasta la pasta!